Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video möchte ich dir 12 Beziehungsweisheiten mitgeben, die ich von anderen gelernt habe, die nicht irgendwie oberflächlicher Scheiß sind, sondern wirklich in die Tiefe gehen und die ich so wertvoll finde, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich mit dir teilen. Also wenn du weise beziehungsweise werden möchtest, dann bleib jetzt dran. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft, besonders auch für Menschen, die viel beschäftigt sind. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal gerne, mach das Glöckchen an, dann bekommst du dreimal pro Woche ein neues Video. Und wir wollen jetzt direkt reinspringen. Es soll um Beziehungsweisheiten gehen. Das heißt, ich werde euch jetzt 12 Gedanken oder Sätze oder Weisheiten vorlesen. Werde auch sagen, wo ich die her habe, weil die kommen ja nicht von mir. Und werden mal ein bisschen darüber besprechen, was bedeutet das für unsere Partnerschaft eigentlich? Weil das ist genial. Also ich habe festgestellt, häufig nehmen meine Kunden besonders viel mit, wenn es einen Leitsatz gibt, der leicht zu merken ist. Dann können die sich daran orientieren. Das ging mir damals auch schon, als ich Coaching hatte. Und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der euch weiterbringt. Also, kommen wir mal zur Weisheit, Beziehungsweisheit Nummer 1. Und zwar, eine Partnerschaft beginnt, wenn ich 100% Ja sage zu meinem Partner. Das kommt von Christian Bischoff. Das klingt jetzt erstmal platt. Was heißt denn das 100% Ja sagen? 100% Ja sagen heißt nicht, ich liebe dich dann, wenn du bam, 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 bam und ein riesen Regelwerk an Erwartungen. Ja, 100% Ja sagen heißt auch nicht, ja, wir schauen mal. Also ich guck mal, mal gucken, wie sich's anfühlt. Daran ist jetzt per se erstmal nichts schlimm. Ne? Es gibt ja auch Phasen, wo du erstmal sagst, ich weiß noch nicht ganz genau, ich muss erstmal gucken. Aber eine Beziehung, eine wirkliche Beziehung beginnt erst, wenn du 100% Ja sagst zu deinem Partner. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Aus meiner Sicht bleiben Partnerschaften länger bestehen, wenn es dieses 100%ige Commitment gibt. Warum? Also es gibt verschiedene Gründe, es gibt auch verschiedene Meinungen. Aber einer der Hauptgedanken, die ich sehe, ist, wenn es kriselt, und du hast dir vorher selber quasi den Handschlag gegeben, ich ziehe das durch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirklich durchziehst, deutlich höher. Und dazu musst du halt 100% Ja sagen. Ja? Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, in Partnerschaften, wo Religion, also Christentum zum Beispiel im Background ist, da ist dieses 100% Ja sagen irgendwie auf eine natürlichere Art und Weise viel eher da. Und das schätze ich sehr. Also ich bin absolut unreligiös aufgewachsen, hatte damit nichts zu tun, habe das auch viel abgelehnt. Aber ich kann tatsächlich mehr und mehr den ein oder anderen, zumindest gesellschaftlichen Aspekt, daran sehr, sehr schätzen. Ja? Also 100% Ja sagen. Übrigens noch ein Kommentar dazu. Du kannst erst 100% zu deinem Partner Ja sagen, wenn du 100% zu dir Ja sagen kannst. Das heißt, wenn ich in mir Dinge trage, die ich ablehne, dann werde ich wahrscheinlich auch viele Aspekte meines Partners ablehnen. Und ich will jetzt nicht irgendwie so klingen, als wäre ich Buddha und der Guru. Ne? Ich will dich bloß darauf sensibilisieren, dass der Weg in eine glückliche Partnerschaft beginnt bei dir. Wenn du deine Themen angehst, wirst du mehr Prozent Ja sagen können, auch zu deiner Partnerschaft. So, das war Weisheit 1. Weisheit 2 kommt, oder diesen Gedanken kenne ich von zwei verschiedenen Menschen. Tobias Beck hat es genannt, jede Beziehung braucht einen Code of Honor. Und Will Smith hat es damals anders ausgedrückt. Die haben gesagt, wir haben uns damals ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen hieß, wir begegnen uns respektvoll gegenüber, auch wenn wir uns streiten. Ja, also ein Code of Honor kann vieles bedeuten. Das heißt, es ist so ein Regelwerk, woran wollen wir uns halten? Denn wenn wir uns das vorher entscheiden und vorher überlegen, wenn alles noch ruhige Fahrgewässer hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass wir uns besser verhalten, wenn es mal kriselt. Weil wenn es mal kriselt, fangen die Leute an, sich gegenseitig zu beleidigen, sich absichtlich zu verletzen und so weiter und so fort. Und das schadet
einer Beziehung viel, viel mehr als ein Streit generell, weil du kannst auch streiten und da muss deine Beziehung auch wissenschaftlich nachweisbar überhaupt nicht schaden. Streit an sich ist kein Risikofaktor für Beziehung. Aber was dann passiert? Und dafür brauchst du einen Ehrenkodex. Übrigens, wenn du das Thema Streit und wie das dazu führt, dass man durch Streit Trennungen vorhersagen kann und wie du das vielleicht besser machen kannst, dann schau dir mal das Video an. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das heißt, weiß ich gerade nicht mehr, aber wir verlinken es euch hier oben. Das ist wirklich genial. Wenn du das noch nicht gesehen hast, schau es dir an. Es lohnt sich. So, wir kommen zu Beziehungsweisheit Nummer 3. Ah, das ist auch sehr geil. Kommt auch von Christian Bischoff. Ich kann der größte Kritiker meines Partners werden oder der größte Fan. Es liegt in meiner Entscheidung. Er hat in dem Seminar, was ich besucht habe, mal gesagt, wenn wir unseren besten Kumpel treffen oder als Selbstständiger unseren besten Kunden, mit dem wir eine tolle Beziehung haben, dann begrüßen wir die anders und sagen so, oh mein Gott, schön, dass du da bist, als häufig unseren eigenen Partner. Wir kommen nach Hause und sagen, hi Schatz. Ja. Im Laufe von Beziehungen sehen wir ganz häufig irgendwann immer mehr Dinge, die uns an unserem Partner stören. Und viele Menschen haben die Tendenz, dann nur noch das zu sehen. Und dann rufen sich die Frauen gegenseitig an. Weißt du, was meiner wieder gemacht hat? Ja, oh, meiner macht das auch und meiner macht das noch viel schlimmer und das noch viel schlimmer und das noch viel schlimmer. Und wir werden zum Kritiker. Das gilt natürlich auch auf männlicher Seite, ne? Ist ja ganz klar. Ich will jetzt hier keinen irgendwie an den Pranger stellen. Aber es ist eine Entscheidung, was ich sehe. Denn Fakt ist eins, jede Beziehung und auch jeder Mensch hat gute Seiten und schlechte Seiten, Stärken und Schwächen. Jeder hat das. Du auch. Und dein Partner damit auch und deine Partnerin. Und du entscheidest jetzt, wohin lege ich meinen Fokus? Lege ich die auf die positiven Sachen und akzeptiere, dass es da auch Schwächen gibt? Oder hänge ich mich an diesen negativen Sachen auf? Weil dann, und darauf basiert dann dein Weg. Wirst du der größte Kritiker oder der größte Fan? Und glaub mir, deine Beziehung wird es deutlich besser gehen, wenn du der größte Fan wirst. So, was haben wir noch? Das ist auch deep. Und das wird jetzt auch wieder Diskussion auslösen. Weisheit Nummer 4. Die Aufgabe eines Mannes ist es, seine Frau zu beschützen, sodass sie unversehrt über die Erde wandeln kann. Was ein geiler Satz. Ja, und jetzt werden vielleicht die Feministen unter euch sagen, was? Eine Frau muss doch nicht beschützt werden. Das kannst du sehen, wie du willst. Aber eine Beziehung lebt von männlicher und weiblicher Polarität, von männlicher und weiblicher Energie. Und auch die tougheste Frau und also wir dürfen, ne, Frauen sind tough. Frauen sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es uns jetzt so gut geht. Denn die haben zum Beispiel nach den Kriegen, als alle Männer im Krieg gefallen sind, alle, ne, haben die unser Land wieder aufgebaut. Also Frauen sind tough. Aber Frauen suchen in Partnerschaften auch mal die Möglichkeit, schwach zu sein. Die suchen auch Schutz. Und wir Männer müssen uns auch klar darüber sein, dass wir nicht zu Weichwürsten verkümmern wollen, sondern dass wir auch unsere männliche Energie dazu benutzen, dass unsere Partnerin sich auch mal aufgehoben fühlen kann. Ja. Mädels, wenn ihr damit einhergeht oder vielleicht auch ganz anderer Meinung seid, haut's gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Übrigens, dieser Satz kommt von Wolfgang Kraus. Kraus, ja, nicht Krause, sondern Kraus. Wunderbarer Mann, alter Mann, ist ein sehr toller Therapeut, also hat mich sehr geflasht, der Typ. So, kommen wir zur Weisheit Nummer 5. Das ist auch spannend. Ganz simpel. Das kommt wieder von Christian Bischoff, habe ich auf einem Seminar gehört. Wenn zwei gleich sind in der Partnerschaft, gibt es einen zu viel. Wenn zwei gleich sind, gibt es einen zu viel. Was heißt das? Wir sind nicht in der Partnerschaft, um mit uns selbst zusammen zu sein.
Wir sollten mehr, anstatt uns über unsere Unterschiede aufzuregen, sollten wir mehr unsere Unterschiede ehren und wertschätzen und mit Gelassenheit akzeptieren. Das sage ich auch vielen meiner Kunden. Es gibt den einen oder anderen Unternehmer oder Selbstständigen, der sagt, oh Mann, ich hätte gerne eine Partnerin, die auch ein bisschen mehr Attacke macht und unabhängiger ist, so wie ich. Und dann sage ich denen häufig, bist du dir sicher, dass du jemanden wie dich willst? Dann gehen wir da gedanklich mal rein. Weil wenn ich auf einmal einen Partner hätte, der auch so zum Beispiel karriereorientiert ist wie ich, dann gäbe es dann vielleicht nicht mehr diese liebevolle Frau, die für dich dein Abendessen macht. Oder die hat dann vielleicht nicht mehr immer Zeit für dich, wenn du mal Zeit hast, sondern ist dann vielleicht mal weniger verfügbar. Ja? Wir sind nicht in der Partnerschaft, um mit uns selbst zusammen zu sein. Also wenn zwei gleich sind, ist einer zu viel. Sehr geiler Gedanke. Ja, und das hilft uns eventuell auch, uns zu entspannen, dass unser Partner vielleicht mal andere Dinge braucht als wir, andere Dinge will oder auch einfach Dinge anders sieht als wir. Dass wir uns nicht immer daran reiben müssen, sondern dass wir das auch wertschätzen können. So, in den Themen, wo deine Scham liegt, liegt dein größtes Entwicklungspotenzial. Auch sehr wichtiger Gedanke. Häufig sind viele Themen in unserem Leben Scham und Angst behaftet. Was will ich wirklich? Was reizt mich? Was erregt mich im Bett? Viele Partner, viele Paare reden nicht darüber, weil es schambehaftet ist. Es gibt Menschen, die auf natürliche Art und Weise polygam sind, also für die das total unnatürlich ist, in einer monogamen Beziehung zu sein. Und das ist extrem schambehaftet, das auszusprechen. Oder auch angstbehaftet, weil sie Angst haben, sie haben jetzt jemand Tolles kennengelernt, wollen die Person aber nicht verlieren. Was ist, wenn er oder sie damit nicht okay ist? In deiner Scham liegt dein größtes Entwicklungspotenzial und in deinen Ängsten. Ja? Mega geil. Wenn du das hinkriegen kannst, darüber zu reden, dann wirst du wahre Befreiung erleben also in deinem Leben generell und in deiner Partnerschaft. Der witzigste Satz, also der witzigste Gedanke und da steckt so viel Wahrheit drin, ne? Von den ganzen 12 ist der nächste. Wir sind jetzt schon bei 7. Weisheit 7 kommt von Andrea Hetterich, auch eine Therapeutin, auch Paartherapeutin und so ein bisschen, die hat sich spezialisiert auf Weiblichkeit, also Frauen helfen, in ihre Weiblichkeit zu kommen. So ein geiler Satz. Und zwar lautet der: Frauen sind nicht zickig, Frauen sind zyklisch. So geil. Ach, so geil. Ja, weil das wirft ein bisschen so, also das breitet Licht aus auf einer Sache. Männer und Frauen sind grundlegend verschieden, was ihre Physiologie angeht. Männer sind sehr geradlinig, die sind halt, wie sie sind. Ja? Soll jetzt nicht bedeuten, dass ich mich nicht entwickeln kann, ne? Aber Männer sind sehr geradlinig, auch von ihrem Wesen. Frauen sind schon allein aufgrund der Tatsache, dass sie einen Zyklus haben, einen körperlichen Zyklus, eher so unterwegs. Ja? Und ich meine, viele von euch Mädels, die können das bestätigen, dass mein ganzes Wesen ist. Die paar Tage vor meiner Periode oder vor eurer Periode, ich habe es ja nicht, dein ganzes Wesen ist anders. Während der Periode, dein ganzes Wesen ist anders. Ja? Also es gibt Frauen, die berichten vor der Periode viel, viel mehr Selbstzweifel, viel, viel mehr emotionale Bandbreite. Also Dinge machen mich schneller wütend oder traurig. Das liegt nicht an der Frau, das liegt an Hormonen. Und wir Männer denken dann die ganze Zeit, boah, fuck, Alter, die ist nicht auszuhalten. Die ist so zickig. Frauen sind nicht zickig, sie sind zyklisch. Der ein oder andere, die eine oder andere zum Beispiel berichtet davon, dass sie während der Periode eher so ein Rückzugsbedürfnis hat, so für sich zu sein. Das ist mit Sicherheit auch bei jedem anders. Aber stell dir mal vor, als Mann siehst du deine Partnerin, zieht sich zurück und du bist in der Lage zu verstehen, das hat nichts mit mir zu tun, sie lehnt mich nicht ab, sondern sie ist gerade in einem Teil ihres Zykluses.
Mega geiler Gedanke. Ey, wenn Männer das raffen können, dann gibt es wahrscheinlich 50% weniger Konflikte. So, Weisheit Nummer 8. Solange wir noch nicht vollends erfüllt sind, ist etwas noch nicht ausgesprochen. Ehrliche, direkte Kommunikation mit unserem Partner. Was bewegt mich wirklich? Ist der Weg zu Glück und Erfüllung in der Partnerschaft. Die meisten Menschen werden sauer, fühlen sich abgelehnt oder was weiß ich und halten das zurück, schlucken das runter. Und der Frust und der Ärger über meinen Partner steigt. Wenn ich aber in der Lage bin, auch mal ehrlich zu sagen, ey, ich fühle mich gerade ganz weit weg von dir. Und wir sind beide in der Lage, einfach darüber zu reden. Oder genau dieses Gleiche. Ich hab keine Ahnung, bestimmte sexuelle Wünsche oder auch nicht sexuelle Sachen einfach im Lebensalltag, die ich noch nicht ausgesprochen habe. Wenn ich das mache, habe ich die Möglichkeit, zu wirklicher Glück und Erfüllung zu kommen in der Partnerschaft. Mega wichtig. Punkt Nummer 9. Erst wenn du in der Lage bist, allein zu leben, bist du bereit für eine Partnerschaft. Viele Menschen führen eine Partnerschaft nicht auf Augenhöhe, sondern in einem Gefälle, in einer Abhängigkeit. Also es gibt immer so diese witzigen Beispiele. 24-jähriger junger Mann lebt von mir aus schon in einer anderen Stadt zum Studium. Und wenn du ihn fragst, wie machst du denn eigentlich deine Wäsche? Ja, also ich fahre alle 3 Wochen nach Hause zu Mama, bringe dann meine Wäsche mit, die macht das und dann fahre ich wieder los. Das ist ein Symbol dafür, dass du noch nicht auf deinen eigenen 2 Füßen stehst. Ich will jetzt hier nichts verteufeln, ist auch völlig okay. Aber um bereit zu sein für eine Partnerschaft, musst du in der Lage sein, für dich alleine zu stehen. Emotional, von mir aus auch finanziell, praktisch, egal was. Wir sind bereit für eine Partnerschaft, wenn wir in der Lage sind, auch alleine zu leben. Weil alles andere ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Ja. Weisheit Nummer 10. Oh, auch sehr geiler Satz. Kommt von Wolfgang Kraus, aber das ist auch was mein Mentor in Australien häufig gesagt hat. Also der Satz auf Deutsch heißt jetzt, was in Bindung tritt, kann heilen. Man sagt in der Psychotherapie auch, Heilung ist nur eine Beziehung weit weg. Fakt ist eins, wir alle gehen als unvollständige Menschen in Partnerschaften. Wir alle haben Verletzungen erlebt, wir haben gewisse Dinge in der Kindheit gehabt, die mal mehr oder weniger schön waren. Und eine wirkliche Beziehung, wirklich in Beziehung treten, kann extreme Heilung in uns auslösen. Auch zum Beispiel, wenn du in eine Therapie gehst, ist es auch eine Beziehung. Es ist eine Beziehung zum Therapeuten, das ist jetzt nicht romantisch oder sonst irgendwas, aber es ist eine Beziehung. Was in Bindung tritt, kann heilen. Und ich muss mich öffnen, wenn ich mich emotional entwickeln will. Wenn ich mich immer verschließe, werde ich da bleiben, wo ich bin. Weisheit Nummer 11, auch sehr geiler Gedanke. Worte haben Vorlaufzeit, kommt von Christian Bischoff. Worte haben Vorlaufzeit. Das ist besonders dann wichtig für dich und deine Partnerschaft, wenn du das Gefühl hast, ey, ich habe das meinem Partner jetzt schon gesagt oder ich habe es meinem Partner schon 3-mal gesagt und der verändert einfach nichts. Es gibt so einen Satz, aber wie hieß denn der Satz nochmal? Kaum 5-mal gehört, schon habe ich es verstanden. Ja, und die Zahl ist eigentlich viel zu klein. Worte haben Vorlaufzeit. Bis ein Mensch etwas integrieren kann, braucht es häufig viel Zeit und auch häufig viel Wiederholungen. Ja? Und wir können nicht davon ausgehen, dass wenn ich das einmal sage oder 3-mal sage, dass das wirklich ankommt und dass das wirklich Veränderungen geschaffen hat beim Partner. Das liegt nicht am Partner. Ja? Vielleicht hilft dir das, dich da ein bisschen zu entspannen, deinem Partner ein bisschen mehr Zeit zu geben. Und jetzt auch wieder ein Satz, die letzte Weisheit, die mit Sicherheit sehr, also das Potenzial hat, Diskussionen auszulösen. Der Betrogene ist zuerst gegangen. Kommt von Wolfgang Kraus, glaube ich.
Der Betrogene ist zuerst gegangen. Was heißt das? Wenn jemand fremd geht, dann verteufeln wir ganz häufig den, der fremd gegangen ist oder die. Aber es gibt eine Weisheit in der Psychotherapie oder in der Paartherapie auch. Der Betrogene ist zuerst gegangen. Was heißt das? Es kann sein, dass der Betrogene, wenn wir jetzt mal uns Unternehmer sind, nehmen, dass der Betrogene so emotional unverfügbar war oder nie Zeit hatte, sich nie der Partnerin gewidmet hat oder dem Partner, nie präsent war, wirklich energetisch aufmerksam präsent, dass der Partner sich so allein gelassen gefühlt hat, dass er beginnt, Bedürfnisse in einer Außenbeziehung zu befriedigen. Das heißt jetzt nicht, dass das okay ist, ne? Aber häufig ist der Betrogene zuerst gegangen. Oder Menschen, die noch emotional total die Mutter- oder Vaterbindung haben und sich gar nicht einlassen können in Partnerschaften. Die sind nicht zuerst gegangen, die sind gar nicht in der Partnerschaft angekommen. Der Betrogene ist zuerst gegangen. Was diese Weisheit einem eigentlich möglich machen soll, ist zu sehen, auch an Fremdgehen, auch an einer Affäre sind zwei Leute beteiligt. Und wenn ich der Betrogene bin, dann ist das vielleicht sehr hart am Anfang, weil ich erstmal natürlich mein Gegenüber verteufeln will, weil ich bin ja unschuldig, ich bin ja rein. Aber erst wenn ich Eigenverantwortung übernehme, habe ich die Möglichkeit zu heilen und vielleicht sogar auch, wenn wir das wollen, der Partnerschaft eine Chance zu geben. Oder meiner nächsten Partnerschaft. Weil stell dir mal vor, ich lehne das ab und sage, nö, ich bin nicht schuld, dann passiert mir das im Zweifel der nächsten Beziehung wieder. Das will ja auch keiner, oder? Also der Betrogene ist zuerst gegangen. Meine Lieben, das waren 12 Beziehungsweisheiten, die ein bisschen tiefer gehen, die nicht von mir kommen, die ich mit euch teilen wollte. Ich hoffe, das hat euch was gegeben. Wenn ja, sagt mir mal was, welche Beziehungsweisheit hat dir einen Gedankenimpuls gegeben? Ja, haut's gerne in die Kommentare, diskutiert das. Ich finde die sehr geil, heißt ja nicht, dass ihr die geil finden müsst. Ne? Genau, wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr einen Videowunsch habt, in die Kommentare, wie immer. Wenn du der Meinung bist, das kann jemandem weiterhelfen, das sollte jemand hören, teile das Video mit denen. Und ansonsten, du weißt es, wenn du selber ein Beziehungsthema hast, was du ein für alle Mal in den Griff kriegen möchtest, dann guck mal unten in der Box, da kannst du dich bewerben auf ein kostenloses Erstgespräch mit mir. Du stellst einfach die Anfrage, füllst quasi ein paar Fragen aus, dauert 5 Minuten, damit ich sehen kann, passen wir wirklich gut zueinander, kann ich dir wirklich helfen? Und wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann kriegst du von mir ein kostenloses Erstgespräch. Ja, wo wir dann gucken, sag mal, was ist dein Thema? Wo willst du hin? Da kann ich wirklich nochmal checken, kann ich dir wirklich helfen? Weil ich will ja natürlich nur mit dir arbeiten, wenn ich dir wirklich helfen kann, sonst verschwende ich deine Zeit. Genau, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen, wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.